Der sechste Spieltag aus der A-Junioren-Landesliga. Der erste FC Lokomotive Leipzig empfängt den VfB Fortuna Chemnitz. Beide Mannschaften sind Dauerbrenner in der Landesliga. Letzte Saison wurde Lok Dritter, der VfB Vierter. Somit ein hochinteressantes Duell. Lok in Blau von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Und das hier ist die erste richtig gute Möglichkeit. Der Abschluss und der Ball geht knapp am zweiten Pfosten vorbei. Erster Warnschuss für Torwart Jonas Hähner. Zu Beginn ist Lok Leipzig die bessere Mannschaft, hat mehr vom Spiel, direktes Passspiel und die Riesenmöglichkeit für Dario Grosnica, der den Ball knapp am Kasten vorbeilegt. Da war deutlich mehr drin. Lok zu Beginn spielerisch überlegen. Das sieht auch Trainer Sascha Prüfer, der natürlich an der Seitenlinie immer wieder seiner Mannschaft Instruktionen gibt, vor allen Dingen seinem Kapitän. Auf der anderen Seite Kai Morgenstern sieht, dass seine Mannschaft Probleme hat. Der Saisonstart ist ja geglückt, man ist Tabellendritter, Lok Leipzig ist Fünfter. Das hier ist die 16. Spielminute, die Hereingabe in die Mitte und das Tor! Erik Exner mit der Führung für Lok. Stark gespielt, die Vorlage kam von Gotin Tigne, der den Ball super in den 5-Meter-Raum bringt, hat den Kopf oben. Keine Abwehrmöglichkeit für Torwart Jonas Hähner. Lok Leipzig mit der Führung im Rücken, natürlich jetzt auch mit Selbstvertrauen. Wieder Gotin Tigne, der Ball kommt raus auf die linke Seite. Die Hereingabe ist gut und am zweiten Pfosten wartet Robin Bauer. Der versenkt den Ball, aber es war wohl eine Abseitsposition, eine sehr knappe Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt Glück aus Sicht der Fortuna, die hätte durchaus schon mit 2 Toren hinten liegen können. Aber die Mannschaft von Kai Morgenstern zeigte in der Folge, dass sie nicht zu Unrecht auf Platz 3 in der Tabelle steht. Das war die erste Möglichkeit für Sava Osse, der den Ball da direkt aufs Tor schießen will, logischerweise. Keeper Konrad Gottlieb war da aus seinem Kasten herausgekommen. Das ist die 27. Spielminute. Wieder der Mann mit der Nummer 10, Sava Osse, der schießt einfach mal aufs Tor und dann ist der Ball hinter der Linie. Das ist der Ausgleich für den VfB Fortuna Chemnitz. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt, aber da traut sich Sava Osse, den Ball einfach mal aufs Tor zu schießen. Torwart Konrad Gottlieb sieht da natürlich nicht gut aus, den Ball muss er klären. Den kann er vielleicht sogar festhalten, aber was nicht passieren darf, ist, dass der Ball an den Pfosten geht und dann ins Tor. 1:1, Kai Morgenstern sieht, dass seine Mannschaft jetzt im Spiel ist. Und in der zweiten Hälfte waren die Gäste deutlich besser. Das ist der Abschluss von Ennio Morandi. Allerdings nicht wirklich gefährlich. Man muss sagen, in der zweiten Hälfte fehlte beiden Mannschaften etwas die Durchschlagskraft. Trotzdem gab es immer wieder gute Aktionen, wie hier. Konrad Gottlieb macht das richtig stark. Das ist gutes Torwartspiel. Das wird sein Trainer Sascha Prüfer freuen. Auf der anderen Seite hatte Lok auch immer wieder Möglichkeiten. Hier kommt Jonas Hähner aus dem Tor. Das ist Robin Bauer. Der bleibt stabil im Zweikampf, schafft es dann aber nicht, den Ball aufs leere Tor zu bringen. Da war mehr drin. Für beide Teams war in der zweiten Hälfte mehr drin. Beide hätten das ein oder andere Tor noch erzielen können. Das ist die letzte Aktion des Spiels. Er passt nochmal in die Schnittstelle, aber spitzer Winkel. Kein Problem für Konrad Gottlieb. Am Ende bleibt es also beim 1:1 unentschieden. Wir müssen in der ersten Halbzeit schon nach 12, 13 Minuten, glaube ich, müssen wir einen Sack so zu haben, dass wir gesichert zur Halbzeit führen, denke ich. Haben uns sehr viele Chancen erarbeitet, nutzen die dann nicht. Das ist unser Eigenverschulden, daran müssen wir weiter arbeiten. Sind Sie im Endeffekt zufrieden mit dem Punkt? Ja, eigentlich jetzt nicht, weil ich würde schon gern jedes Spiel gewinnen. Aber ich sag mal, in dieser Liga muss man jeden Punkt mitnehmen. Und am Ende müssen wir sehen, ob es für den Aufstieg reicht. Am Ende geht die Punkteteilung absolut in Ordnung. Beide Mannschaften haben einen guten Saisonstart hingelegt. Und ich bin mir relativ sicher, dass beide Teams die Möglichkeit haben, in diesem Jahr um den Aufstieg mitzuspielen. Wir wünschen beiden Vereinen viel Erfolg bei dieser Mission.